willkommen zu einem neuen Video, meine Damen und Herren. Wir sind heute, ich bin heute im Auftrag von Marco Halle 77 unterwegs. Also jetzt fahre ich gleich los und hol was für ihn ab. Er hat mich mal angerufen, hat gesagt, pass mal auf, da gibt es ein Auto gleich in der Nähe von dir. Kannst du es eigentlich abholen? Er macht das alles vorher, spricht das durch und macht die Bezahlung. Ich soll es nur noch abholen und zu mir hinstellen und mal anschauen und eventuell auch gleich TÜV machen. Die Geschichte, warum ich gesagt habe, ja, mache ich sofort, ist, dass das Auto nicht aus Deutschland, nicht aus Europa, sondern auf Achse von Türkei hierher gefahren worden ist, von dem jetzigen Besitzer, Vorbesitzer. Aber eine genaue Story erzähle ich euch vielleicht später. Es ist auf jeden Fall was Altes. Und deswegen habe ich jetzt Überbrückungsbox dabei, für alle Fälle. Ich versuche die Fahrt natürlich mit zu filmen. Ob ich jetzt vor Ort filmen kann, weiß ich nicht, weil das die Eltern sind von demjenigen, der selber wahrscheinlich nicht da. Aber ich nehme euch mit. Ich glaube, das wird cool. Für mich ist es nicht weit. Daher habe ich gesagt, komm, das mache ich. Bin eh schon neugierig, ehrlich gesagt. Ich weiß schon, warum Marco mich geschickt hat. So geil. So geil. Ich muss jetzt aber tanken und dann geht's weiter und dann zeige ich euch das Auto. Boah, ist das schön. Marco, danke. Danke, dass ich das jetzt wieder mal so erleben durfte. So, ich bin an der Tankstelle angekommen jetzt. Ich habe jetzt noch ein paar Kilometer, aber Sprit war aber wirklich nicht mehr drin. Ich zeige euch mal nur ein paar kleine Eindrücke, wo ihr sagt, was, warum, hä, wieso? Ja, kriegt böse Augen. Und hier Mustafa Sandal, Bülent Ersoy und hier alles Kassetten, Radio. Es ist ein Ford Escort. Ein Mega-Auto. Ein Mega. Guck mal, sogar die alten Zigaretten haben sie drin gelassen. Die alten Softschachtel AB. Es gibt nachher eine ausführliche Erklärung, wie kam das Auto hierher. Es ist nämlich, dass dieses Auto kommt aus der Türkei. Aus der Türkei hierher. Ich habe jetzt getankt, aber sorry Marco, ich habe nur für 20 Euro getankt. Also mit 8,5 Liter komme ich auf jeden Fall heim, weil, aber ganz ehrlich, 2,30 Euro wollte ich jetzt als Schwabe wieder. Ich wollte jetzt auch nicht V-Power, weil ich glaube, dann wäre der Motor vor Motivation in die Luft gegangen. So, heil angekommen. Es war für mich, ich muss es wirklich sagen, wieder ein Erlebnis, 76er Baujahr, Ford Escort zu fahren. Und am besten, ich springe jetzt mal gleich mit alle Punkten, wo mich da auch mitgenommen haben. Warum, erzähle ich euch auch gleich. Also es war schon brutal emotional und also die Fahrt vor allem. Ja, weil wenn du im Auto sitzt, dann ist ja immer so, dass du alles noch genauer anguckst. Und ja, ich spanne euch nicht länger auf Folter. Gesehen, jetzt fragt ihr euch schon, was ist da los? Das Fahrzeug kommt aus der Türkei. Gibt es aber eine schöne Geschichte dazu. Ein türkischer Landsmann hat das Auto damals gekauft, weiß jetzt nicht genau in welchen Jahren, das waren 70er, 80er. Das haben mir die Eltern jetzt von Axel auch erzählt. Axel selber ist in Dänemark, wohnt und arbeitet in Dänemark, aber seine Eltern sind bei uns hier in der Nähe und die haben da mit Marco kommuniziert. So, und ich war praktisch dort, weil es in der Nähe ist, das Auto abholen. Und muss noch ein, zwei Sachen gucken und dann holt ihn der Marco eventuell ab. Was heißt eventuell? Er holt ihn ab. Es ging aber so los, dass dieses Auto, keine Ahnung, vor 70er, Ende 70er, 80er vielleicht oder so, in Deutschland gekauft wurde von einem türkischen Landsmann, der mit diesem Fahrzeug dann für immer in die Türkei zurückgegangen ist und dort dieses Auto im Alltag auch gefahren hat. Also türkische Papiere dafür gemacht, in Türkei zugelassen. Das sieht man hier. Auch einem türkischen Kennzeichen. Dann ist das Auto irgendwo mal gestanden und der Axel war, soweit ich das verstanden habe, für den neuen türkischen Flughafen irgendwelche Sachen von Dänemark aus, von seiner Firma aus, dort für die Airline
war er dort 4 Jahre lang und hat dort praktisch gearbeitet und gelebt. Und dann hat er dieses Auto irgendwann gefunden dort, der anscheinend nicht so aussah, wie er jetzt aussieht, sondern schon ein bisschen, ja, anders halt, ne? Und dann hat der Axel dieses Auto gekauft und hat in der Türkei, soweit ich es verstanden habe, ich hoffe, es ist alles richtig, ging relativ schnell alles, hat dieses Auto praktisch dort restaurieren lassen. Für mich auch sehr gut gemacht, sehr gut gemacht. Klar, manche Sachen kriegst du halt nicht mehr, auch in der Türkei nicht mehr. Gerade sowas, schon eine Stoßstange oder so, so Kleinigkeiten, ne? Aber wir reden hier vom 76er Baujahr, also das ist gar nichts. Das ist, aber sonst, Gesamtzustand, so minimal hier so Wellen oder so, das krieg, aber auch nur, weil diese Leisten vielleicht auch in der Türkei nicht gekriegt hast. Da hatte Marco was da und kann das Auto überperfekt machen. Also hat 40 kW, 76er Baujahr, Ausstattung, weiß ich nicht, was es damals gab. Also ist für mich jetzt emotional gewesen, die Autofahrt, weil alles, was so drin liegt. Und wir sind mit meinem Vater damals mit dem Renault gefahren, auch jetzt 80er, Anfang 80er oder so. Da waren genau diese Sachen drin, diese Kassetten von damals, die ganze Sammlung von Kassetten, was vielleicht wirklich für die Fahrt auch ein bisschen in die Türkei brauchst, um alle einmal anzuhören und umzudrehen und nochmal anzuhören. Auch für die Neulinge, das sind Kassetten, keine CDs oder so. Ne? Das sind jetzt übertrieben gesagt, ich habe jetzt an die 8-Jährigen gesprochen. Du hast einen Ersatztank dabei gehabt. Du hast hier nochmal eine Kiste mit Ersatzteilen, glaube ich, war da drin. Moment. Ja, das Zeug brauchst du alles. Lichtmaschine und ein paar Einzelteile sind hier noch drin, Ersatzteile, Sicherungen und ein Kühler, Marco. Ich wurde gefragt, ob ich den Kühler mitnehmen will. Das war der, wo undicht war, der aber jetzt repariert wurde und da schon ein neuer Kühler drin ist. Kühler, und ich habe gesagt, wenn der repariert ist, nehme ich ihn mit, bevor er jetzt im Altmetall landet. Wäre zu schade. Auch diese alte Zigarettenschachtel, eigentlich zeige ich sowas ja nicht, aber alte Zigarettenschachtel Softpack von der Türkei. HB. Ja. Und dann haben wir hier standardgemäß eine Decke da unten liegen. Moment. Das ist eine Abdeckhaube, praktisch fürs ganze Auto. Zum einen zum Abdecken. Kissen darf natürlich nie fehlen. Dann gibt es einen großen Atlas und eine komplette Istanbul-Karte. Auch mega. Verbandskasten und so weiter, und guck mal, was da unten ist. Ich darf nicht ganz zoomen, sonst sperrt mir YouTube das Video. Warte mal, ich muss es anders zeigen. Weil der Bereich, wo der Edding ist, ist alles sichtbar. Und guckt mal, 84. 8 Mark. Ist auch im Auto, also ist nicht von mir. Gehört zum Auto, kriegt der Marco. Die Sitze hat er auch komplett neu machen lassen. Also die sind auf jeden Fall gemacht. Klar, jetzt nicht. Ich sag jetzt mal, es gibt Sattler, die machen das vielleicht schon besser hier mit den Dingen. Aber jetzt für das Auto damals hat es gereicht. Und auch die Türverkleidungen sind neu, sieht man. Auch sehr sauber. Und was zum Reparaturen, Lack und so in der Türkei betrifft, komme ich auch mal in einem anderen Video dazu. Weil ich ja jetzt ein Auto krieg, war die Überlegung, ob ich damit in die Türkei fahre und die meiste Arbeit dort mache, was Lack betrifft. Aber mittlerweile, also ich rede vom wirklich guten Lackierer. Also so wie der Jasen jetzt hier oder Fachleute hier sind, gibt es dort natürlich gute, da gibt es aber auch, also ich will Türkei jetzt nicht schlecht reden, um Gottes Willen, es gibt auch hier Fuschlackierer, so wie es dort auch gibt. Aber die Fuschlackierer sind dort halt um einiges billiger. Und die haben mir einen Preis an den Kopf geworfen zum Lackieren, habe ich gesagt, ja, macht das der Jasen mit links. Ja. Also, aber da kommt auch mal ein Video dazu, da erkläre ich euch und zeige ich euch auch viel, was in der Türkei geht und was ihr auf jeden Fall nicht machen solltet. Weil manchmal wird es ein bisschen übertrieben, hier alles schön geredet. Ist aber echt nicht so. So, ich denke, ich nehme mich mal auf die Bühne jetzt und gucke von unten an, weil Marco hat gefragt, die Datenblatt und so alles habe ich schon. Ja, also deutsches Datenblatt, weil ursprünglich Auto kam von Deutschland. Und da werde ich mal gleich gucken, ob wir da vielleicht eventuell gleich TÜV drauf machen können, weil dann kann ich die Papiere schon mal fertig zu Marco schicken. Marco kann ihn zulassen und dann vielleicht holt er ihn ab und macht auf Achse. Also bei mir hat das überstanden. Jetzt zeige ich euch mal die Sachen, was mir so emotional viel zurückerinnert hat. Und zwar waren das diese, ich weiß nicht, ob man erkennen kann, diese Bremsleuchten hier oben. Die hat mein Vater damals auch drin gehabt, dass man einfach nicht nur hier unten die Bremsleuchten hat,
sondern da oben nochmal. War typisch. Damals. Und dann natürlich auch diese heißen die Katzentreppen, Katzenstufen? Die waren oft verbaut, ja, gerade für Türkei-Reisen. Meistens waren da noch ein Ventilator verbaut mit Zigarettenanzünder, der so genau in der Mitte war praktisch, als Klimaanlage. Ja, das sind so viele typische Dachboxen von früher halt, ne? Die hast du hier so festgemacht. Und dann gingen da nochmal 3, 4, 5 Koffer. Oder sonst. Keine Ahnung, was da alles drauf war. Ich habe auch schon Fässer drauf gesehen. Also ich bin schon, ja, mit meinem Vater auch schon oder mit meinen Eltern und mit meinem Bruder bin ich ja auch schon, keine Ahnung, fast jedes Jahr. Für 6 Wochen mussten wir mit, ohne Klimaanlage, zu 5 im Auto. Ging noch mit dem Renault 18 und so, ne? Also manche Leute sind ja da, keine Ahnung, mit dem Käfer oder sonst was in den Urlaub gefahren. Also es ist so unvorstellbar. Ich würde gerne wissen, ob das heute überhaupt noch jemand machen könnte. Jetzt nimm mal an, okay, dieses Auto, ich würde es machen. Meinst du, in Battles würde ich mit diesem Auto in Türkei fahren? Hätte ich keine Bedenken. Er riecht ein bisschen nach Sprit, warum auch immer. Auch jetzt noch, im Innenraum natürlich auch. Aber alles gut. Da hat sich der Axel wirklich Mühe gemacht hier, ne? Sogar den Ersatzreifen hat er mit Conti neue Reifen drauf gemacht. Ich glaube, also ihr habt ja auf der Herfahrt schon geguckt, ich glaube, nicht so ein, vielleicht so ein 80er Ford wird mir vielleicht auch mal gut tun. Weil als ich dann hier war und Kaffee getrunken habe, habe ich nach Ford alte Escort und so. Also nicht so, teilweise auch, sondern einen Nachfolger. Würde ich auch cool finden. Also war schön im Netz. Also nicht im Netz, nur in Google habe ich welche gefunden. So, habe jetzt lange Rede, viel Sinn. Auf die Bühne, von unten gucken. Bremse und so, alles top. Funktioniert alles, einwandfrei. Da kann sich Marco echt glücklich schätzen, so ein Auto bekommen zu haben. Ich kenne jetzt keine Preise, gar nichts. Ich war nur der Botschafter, der Abholer. Weil es bei mir in der Nähe ist und wahrscheinlich Marco als Gag jetzt noch die ganze Geschichte mit Türkei und so. Hat wahrscheinlich gebracht. Passt. Wenn er, glaube ich, aus Polen gewesen wäre, hätte er einen Gockel hingeschickt. So, ich habe ihn jetzt oben. Jetzt nicht staunen, dass die Kardan wieder jetzt so runterhängt. Hier. Das ist, weil die Achse gerade im Prinzip so runterhängt, ne? Deswegen das Ganze mit den Blattfedern hier. Aber das sieht ja echt gut aus, gell? Vor allem, wie einfach das alles aufgebaut ist, ne? Ein bisschen feucht ist er. Ne, doch. Ein bisschen Öl tut er. Ah, kommt von da oben runter. Also mit Rost und so sehe ich jetzt nicht gar nichts, ne? Gucken wir mal von oben nochmal rein, wo das genauso. Genau, ölt, aber sieht nicht gut aus. Die Reifen sind auch noch relativ frisch, glaube ich. Ja, sind von 18. Aber die Noppen noch zu sehen, also noch absolut ungefahren fast. Ne? Also so wie es aussieht, ist es nur der Ventildeckel, der vor allem in dem hinteren Bereich auf jeden Fall undicht ist. Aber ansonsten nicht viel. Also wirklich nur Ventildeckel. Und ich gehe eigentlich schon davon aus, also TÜV-mäßig, 100 Pro, was der schafft, was der vielleicht gleich mitkriegen könnte, ist die H-Zulassung. Weil wirklich 47 Jahre alt, gibt es nicht viel. Und dann noch in dem Zustand. Mega Auto. Vom Substanz her, ne, da hat der Axel eben nicht so viel versprochen. Im Prinzip müsste ich jetzt nichts machen, Ventildeckel, okay. Ja, soll gemacht werden. Das macht aber der Marco selber. Aber ich denke, dass er damit auf jeden Fall ein gutes Ding gekauft hat hier. Achso, der ist nicht auf Achse damit auch hergefahren. Der wurde anscheinend von Türkei raus. Die sind auch alle Unterlagen da, wegen Zoll und so. Also da, und Datenblatt ist auch da. Also ganz easy zum Zulassen. Und hat es dann von Bulgarien, soweit ich jetzt mitbekommen habe, mit dem Transporter herbringen lassen. Ich werde fahren. Definitiv. Kommen wir zum Schluss. Fazit. Gutes Auto. Und ich glaube, dass der auch im Museum seinen Platz kriegt. Ich glaube auch, dass die ja Spaß haben werden damit. Was mir persönlich, ich finde das Auto cool, aber ich würde es mir vielleicht nicht unbedingt holen. Obwohl, da gibt es ja auch die zwei Türe, die, ich glaube, RS 2000. Aber die sind, glaube ich, unbezahlbar. Selbst die sind nicht mehr billig. Ja?
Aber was noch einigermaßen billig ist und was ich vielleicht Spaß, wo ich Spaß dran hätte, wäre der MK3. Ja, ich glaube, so zwei Türe könnte ich mir schön machen mit Verbreiterung, wobei ich glaube, da sind die Preise auch nicht mehr so billig. Ne? Aber ich halte mal die Ohren offen, die Augen offen, ich gucke mal, was es so gibt. Aber jetzt bin ich eigentlich mal mit meinen Sachen, was ich hier habe, bin ich eigentlich wirklich ausgesorgt für die nächsten Jahre, was Projekte betrifft. Und es geht schon wieder ins nächste Video, weil es muss auch mal Sachen gemacht werden, wo ich keinen Bock drauf habe. Aber das seht ihr im nächsten Video. Ich wünsche euch was. Viel Spaß an Marco damit und bis zum nächsten Video. Ciao.